und herzlich willkommen zurück zu Farmers Dynasty. Ja, ihr seid mit mir gemeinsam der Meinung, dass es einfach ein fantastisches Spiel ist, was wir uns weiter anschauen sollten. Unser Nachbar ist gerade mit dem großen Trecker gekommen und hilft mir so ein bisschen auf dem Feld hier zu pflügen. Währenddessen habe ich mal angefangen, hier unsere Gebäude so ein bisschen zu renovieren, damit das schöner aussieht. Das wollte ich euch nur mal eben kurz mitgeben, so als kleinen Zwischenstand sozusagen. Und da finde ich es auch sehr schön, dass wir das hier entsprechend quasi alles erneuern können. Und würde dann gleich mit euch gemeinsam zu einer neuen Mission gehen. Was mich nur gerade irritiert, hatten wir nicht irgendwie hier jetzt die Tomaten ausgesät? Die sind verschwunden wieder. Habe ich möglicherweise den falschen Spielstand wieder geladen. Aber macht nichts, jetzt werden wir auf jeden Fall die richtigen haben. Oder die sind schlecht geworden, weil ich die ganze Zeit die Tür aufstehen hatte. Da ist vielleicht das Klima in dem Gewächshaus hier nicht richtig gewesen. Oder der Rost hat die gefressen. Ja, Farmers Dynasty, ihr habt's geschrieben, ein schönes, schnubbeliges Spiel, das muss ich ganz einfach sagen. Und ich mag es ja sehr, wenn ein Spiel auch so charakterliche Ecken und Kanten hat. Deswegen freue ich mich ja unwahrscheinlich auf WoW Classic und ich sehe das hier auch so ein bisschen so. Ne? Das ist ein Spiel mit Ecken und Kanten. Ich glaube, ich habe auch jetzt mit Kollegen nochmal wieder gesprochen, denen der LS zum Beispiel, obwohl sie da jeden Tag auch noch richtig viele Videos von machen, aus den Ohren raushängt, die sagen, oder ja, also die sagen, ihnen hängt der LS irgendwie so ein bisschen aus den Ohren raus, das Gefühl, dass es immer nie so gut ist, wenn ein Spiel immer runter und runter und runter wird. Ist irgendwie so auch so mein Eindruck, ne? Also guckt euch heute die heutige Version von WoW an, wo ja möglichst alles glatt geschliffen ist, jeder irgendwas tun kann, man von überall und auf 35 Milliarden Wegen irgendwie seine Sachen bekommt und so. Das verliert ja auch ein bisschen, ja, den Reiz, sag ich mal, in so einer Spielwelt einzutauchen. Stellt euch vor, ihr hättet Gothic gespielt und es wäre völlig egal gewesen, welcher Fraktion euch angeschlossen hättet, weil alle Quests gleich gewesen wären. Ja, also das ist, ja, das ist so ein bisschen, was ich meine mit, so ein Spiel braucht halt auch Ecken und Kanten. So, Tomatensetzlinge. Es ist so schön eigentlich. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, das kann ja auch ein bisschen zurückgehen in die Richtung, wo wir mal waren mit damals dem Agrarmanager, ja? Ne, wie hieß er denn noch? Der... Müssen wir mal aufpassen, wie der wirklich hieß. So, was ich uns noch nicht gezeigt habe, ist, wie das jetzt mit den Maschinen aussieht und so weiter. Und deswegen habe ich mal unser Fahrzeug hier beim Händler geparkt, denn wir haben natürlich auch noch diesen alten Klapperkarren. Ja. Und wir könnten theoretisch kaufen einen kleinen Rasenmäher-Traktor. Die Ballenpresse, da habe ich mich jetzt dagegen entschieden, weil jetzt nur um Ballen zu machen, 30.000 auszugeben mit Sozialpunkten. Das hier wäre das nächste Ziel, dass wir uns einen eigenen großen Trecker holen. Dann haben wir hier die Vierkantballenfliegelaufhänger in groß. Ja, da könnten wir theoretisch den Grubber hier holen und den Krampe Big Buddy mit 16.000. Ich bin mir nicht so ganz sicher, deswegen würde ich sagen, wir steigen in unser Auto ein, wir gucken, wo wir hinfahren. Ich habe hier so eine coole Mission gesehen. Genau, liefere frische Kürbissuppe 3 oder würzige Kürbissuppe. Und da würde ich gerne auch noch was zeigen. Und das habe ich, glaube ich, auch noch nie so richtig gezeigt. Wir gehen mal zurück zum Hof jetzt. Wir gehen mal zurück zum Hof. Und dann gehen wir mal zum Händler. Denn ich glaube, wir müssen sowieso ein bisschen was essen, ja. Ich habe schon ein paar Nahrungsmittel gekauft, aber ich weiß da schon was. So, und dann gehen wir mal eben rüber. Und ich wollte die Drohne noch sehen, genau. Aber die würde ich mir jetzt noch nicht kaufen. Erstmal sparen, dass wir wirklich Fahrzeuge bekommen. Schön, Sie zu sehen. Kann ich helfen? Ja, Justus Jonas kann uns gerne helfen. Lust zu handeln? Klar. Was brauchen Sie? Und zwar hätte ich gerne noch ein paar Kürbisse mit Haben wir eigentlich noch... Ja, haben wir... Hier von allem zwei. So, pass auf. Und zwar... Ah, warte mal, das können wir auch noch gucken.
Mir fällt ja gerade noch was Schön, ein. Schön, Sie zu sehen. Dankeschön. Kann ich helfen? Ja, natürlich. Na, hast du Lust? Lust zu handeln? Klar. Was brauchen Sie? Ich hätte gerne noch Äpfel. Und zwar alle, die du hast. So. Und ein Apfel kostet 1,07 Euro. So, und jetzt wollte ich was ausprobieren. Interessant. So, und zwar habe ich euch das noch gar nicht gezeigt. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe schon gezeigt, aber nicht, wie oder was es funktioniert. Habe übrigens jetzt neulich einen Kommentar gelesen, ich soll nicht mehr so viel zu politischen Sachen sagen und bitte aber mehr zu politischen Sachen sagen, weil es so wichtig ist. Und Leute schmeißen sich weg, wenn ich doppeldeutige Anmerkungen mache und feiern das voll, aber ich soll bitte keine doppeldeutigen Andeutungen mehr machen und so weiter. Also es ist ein bisschen schwierig im Moment. So, wir haben Apfelmus. Ich würde jetzt gerne mal aus den Äpfeln Apfelmus herstellen. So. Das ist immer so was, so einen schönen Herd, wie wir ihn auch noch zu Hause bei meinen Eltern immer hatten. Und auch immer noch haben. Wunderschön zum Kochen. Muss man ein bisschen kennen. Kann ich gleich kurz erzählen. Und jetzt machen wir mal kurz hier Kürbissuppe. Da muss man wissen, hier vorne ist die Feuerstelle. Das heißt, hier ist es am heißesten. Ne? Man kann auch oben den Ring abmachen, dann wird es noch heißer. Und dann nach hinten zum Schornstein hin wird es dann immer etwas kühler. Muss man halt wissen. So, und jetzt wollte ich Folgendes probieren. Hier fände ich Fuchser Garderol am Start. Ist der fertig mit Flügen? Hä? Wieso ist denn der... Komisch. Müssen wir gleich mal gucken. Also schön das ist mit dem Helfer, desto irritierend ist das auch ab und zu. Ich wollte nämlich gucken, ob wir hier ein bisschen Geld schinden können, indem wir ganz einfach hier Apfelmus kaufen. Apfel kaufen, zur Küche rennen, Apfelmus rausmachen, wieder verkaufen. Ich bin ja schlau. Schön, Sie zu sehen. Kann ich helfen? Danke, Justus Jonas. Lust zu handeln? Klar. Was brauchen Sie? So. Oh. Also wenn wir einen Kürbis kaufen, dann kostet er 5,85 und die Kürbissuppe 7,88. Das Apfelmus kostet 7,51 Euro. Und wenn wir einen normalen Apfel nehmen. Ne? So. Aber Zucchini-Eintopf können wir nicht machen. Doch, Zucchini-Suppe. Weißt du was? Jetzt ist einfach immer mal alles mitnehmen. Kann ja nicht schaden, ne? Haben wir noch ein bisschen einen kleinen Nebenerwerb. Aber, was ich eigentlich wollte, ich wollte diese Kürbissuppe, weil wir das noch nie gemacht haben. Wir machen mal hier Meals on Wheels. Oder wie das heißt. Heißt doch so, oder? Und fahren mal kurz. Kommen wir da hinten rum. Ja, kommen wir. Ich glaube, das müsste die Straße dann sein. Ja, hätte ich noch, hätte ich jetzt nicht diese ganzen Einschränkungen, die ich ja alle beachten muss. Das ist echt schwierig, ne? Also YouTube-Videos zu machen und da nicht an irgendeiner Stelle immer anzuecken. Ich glaube, da muss man einfach mal lernen, dass man es nicht jedem recht machen muss. Sonst hätte ich jetzt wieder irgendwie einen Witz gebracht, wie zum Beispiel, schüttet mal Eiweiß mit Kondensmilch zusammen. Oder so, ne? Aber aus dem Alter sind wir raus. Übrigens, die Einschätzung eines Kollegen, dass diese Kommentare dann oder so darauf abzielen, irgendwie so eine Zielgruppe oder so zu erreichen, glaube ich, das ist irgendwie so ein bisschen zu kurz gegriffen, wie man, glaube ich, in der Politik sagen würde. Es geht ja letztlich um die Unterhaltung und wenn ich dann über eine schlechte Anspielung selber lache, ist es doch eigentlich hinreichendes Indiz, dass ich mich über diesen subtilen, plumpen und wirklich auch blöden Humor eigentlich selber lustig mache. Also ich bin da immer so ein bisschen not sure if serious. So, hier will offenbar keiner die Suppe haben. Wo ist denn...
Hier rechts irgendwo. Was ist denn eigentlich hier in diesem Gebäude? Nein. Wir wohnen hier zwar nicht, wir gehen einfach mal rein. Wo? Ich bin hier etwas verwirrt. Muss aber einer von den beiden sein, aber die haben ja kein Ausrufezeichen im Kopf. Halt es nicht normalerweise? Wir reden später. Der Owen möchte nicht mit mir reden. Aber der Jonathan vielleicht. Der Jonathan ist auch sehr. Wie nennt man das heutzutage? Da muss man ja auch jetzt aufpassen. Ja, das ist ja komisch. Jetzt habe ich so leckere Kürbissuppe gemacht und die wollen ihn nicht haben. Bin ich etwas enttäuscht. Ist denn hier im Feld, hat sich da noch jemand versteckt? So schön mit diesen Sonnenblumen. Wir reden später. Guten Morgen. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Nein, im Moment nicht. Diese Politiker, was denken die sich? Bei Artikel 13. Nein, fang bloß nicht an, mich damit zu belästigen. Danke, wir sehen uns. Gut, also hier offenbar niemand. Wir können einfach mal einen Huhn klauen. Ganz schön schiertrig da. Keine Ahnung, wer so seine Hühner rumlaufen lässt. Was ist denn, wenn wir. Was kostet denn das Feld? 24.000. So ein bisschen. Also ich würde jetzt gerne dann auch zügig weitere Felder zu kaufen, damit wir schnell dann so dieses Manager-Ding, was ich ja plane. Da ist die Charlotte. Wir reden später. Noch nicht, Entschuldigung. Guten Tag. Oh, hallo. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, im Moment nicht. Sie sehen nicht so gut aus. Geht es Ihnen gut? Mir geht es sehr gut. Danke. Okay, also. Wir sehen uns. Gehst du hier hin und sagst das erste Wort, Sie sehen aber nicht so gut aus oder Sie sehen fantastisch gut aus. Genau so macht man das, liebe Kinder, wenn ihr also Frauen ansprechen wollt. Direkt einfach mal, also nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern gleich mal die ganze Wand mitnehmen. Das ist eine hervorragende Idee. Das sind halt, ne, es ist österreichischer, nicht österreichischer Publisher. Vielleicht ist das in Österreich so, man weiß es nicht. Ist ja da, ist ein bisschen, die Luft ist ja ein bisschen. Nein, ich habe nichts. Oh, jetzt geht das wieder los. Jetzt kommen wieder diese Kommentare. Hast du es gegen Österreicher? Hast du es gegen Schweiz? Oh. Da hat sich eine. Die, ich bin beschäftigt. Die Auberry hat sich da hinzugesellt. Lasst uns reden. Bist du es wieder? Weiß ich nicht. Hat es wehgetan? Kann ich behilflich sein? Ihnen behilflich sein? Der Spruch ist echt so schlecht, nein, oder? Nein, im Moment nicht. Gut. Danke, wir sehen uns. Dann müsste doch mal jemand hier meine Suppe nehmen. Hallo. Hm? Genau, hm. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Ich sterbe für etwas. Ja, siehste. Würdest du mir schönes ankaufen? Folge für dieses Ende. Was? Oh, ich hab eben noch gelüftet. Alexa, frage NetAtmo nach der Luftqualität. Der aktuelle CO2-Gehalt ist bei 262 ppm. Ja, also daran kann es nicht liegen. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Liefere Kürbissuppe. Danke. Hier ist etwas für dich. Und da haben wir schon wieder den Grand Prix de la Chanson d'Eurovision gewonnen. Wunderbar.
So, Leute, also danke fürs Zuschauen in dieser Folge. Wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, dann lasst ein Abo da. Und drückt den Like-Button. Abo. Ganz wichtig. Abo, Abo, Abo. Würde ich mich sehr freuen. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Und da werden wir nämlich mal schauen, dass wir wieder nach Hause fahren. Beziehungsweise können wir eben kurz hier gucken. Seemaschine, ob wir selber Seemaschinen. Getreideanhänger für den alten Trecker wäre natürlich auch nicht schlecht. Lass uns mal hier hinfahren und gucken, was wir für die Seemaschine nochmal machen müssen. Also dreschen macht, glaube ich, keinen Sinn. Da fahre ich jetzt erstmal hin. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Tschüss.